Es ist Mittwoch, der 10. April 2019. Hier ist das Stadtfernsehen Brandenburg mit dem SKB-Journal und das sind unsere Themen. Schlimmes Verbrechen in der Havelstadt. Mann sticht mit Messer auf seine eigene Frau ein. Not-OP. Sprayer fühlen sich von der Havelstadt regelrecht angezogen. FDP beklagt regelrechten Graffiti-Tourismus. Und Schmökern, Stöbern und Tauschen. Das Team der Lebenshilfe stellt seine zweite Büchertauschbox auf. Ja, liebe Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe vom SKB-Journal. Es gibt eine dramatische Nachricht zu Beginn der Sendung. Auf der eigenen Scholle gab es einen Tötungsversuch. In den sehr frühen Morgenstunden des Mittwochs gab es im Pappelweg auf der eigenen Scholle eine Messerstecherei. In einem Wohnhaus gab es zwischen einem 36-jährigen Mann und seiner 32-jährigen Lebensgefährtin einen Streit. Dieser eskalierte und endete in einem Drama. Daniel Kalb von der Polizeidirektion West zum Vorfall. Die Polizeidirektion West ermittelt zu einem versuchten Tötungsdelikt in Brandenburg an der Havel. Der Einsatz dauert derzeit noch an und es wird im Laufe des Tages eine gemeinsame Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Potsdam geben. Die Staatsanwaltschaft Potsdam bestätigte im Laufe des Tages, die Frau wurde im Zuge des Angriffs so stark verletzt, dass sie noch immer in Lebensgefahr schwebt. Auch der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden, er soll sich mit der Tatwaffe selbst verletzt haben. Des Weiteren bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass zwei Kinder mit im Haus lebten, diese werden momentan seelsorgerisch betreut. Hintergründe der Tat sind noch unklar und bleiben Gegenstand der Ermittlungen durch die Mordkommission. Seit letzter Woche konnte man beobachten, dass bei der Werft eine neue Telefonzelle aufgestellt wurde. Aber keine richtige, keine Telefonzelle zum Telefonieren, sondern zum Lesen. Es gibt eine neue Schmöker-Höker-Box in der Stadt. Die Lebenshilfe konnte mit Unterstützung des Lions Club eine weitere Büchertauschbox in der Innenstadt einweihen. Die sogenannte Schmöker-Höker-Box steht am Fuße der Jahrtausendbrücke am Zugang zur Werft. Und am Montag wurde sie auch sogleich mit Büchern bestückt. Die Frederic-Joliot-Curie-Schule spendete viele Bücher und auch die Lebenshilfe hatte viel Lesestoff zum Bestücken der alten Telefonzelle dabei. Sie ist damit die zweite umgerüstete Telefonzelle in der Havelstadt. Die andere Schmöker-Höker-Box befindet sich in der Warschauer Straße in Hohenstücken. Und auch eine dritte Büchertauschbox ist geplant. Diese soll dann am Nikolaiplatz aufgestellt werden. Auf dem Neustädtischen Markt konnte man am Dienstag eine interessante Pflanzaktion beobachten. Die städtischen Werke waren vor Ort und wir haben uns angeschaut, was es mit diesem Konstrukt auf sich hat. Am Dienstagvormittag haben die Stadtwerke gemeinsam mit 20 Schülern der Curie-Grundschule ein Beet aus Stiefmütterchen gepflanzt. Auf einem kreisrunden, 5 Meter Durchmesser großen Beet haben die Kids 500 Stiefmütterchen verpflanzt. Am Ende entstand ein großer Smiley, der die Havelstädter und ihre Besucher begrüßen soll. Die Aktion soll als präsentes Zeichen der Ökostromkampagne der Stadtwerke zu sehen sein. Das Markenzeichen dieser Kampagne, der Smiley. 8 Wochen wird er noch zu sehen sein und auf dem Neustädtischen Markt die Passanten anlächeln. Kabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel von Friedrich Schiller. Kabale und Liebe, ein bedeutendes deutsches Theaterstück. Ferdinand und Luise lieben sich und schwören sich ewige Treue. Doch ihre Liebe zerbricht an der Engstirnigkeit der Elterngeneration und dem sozialen Gefüge der Zeit. Das Liebespaar muss sich behaupten in einer Welt, in der Macht und Privilegien ungleich verteilt sind. Letzten Endes scheitert das Liebespaar. Schiller schrieb die Tragödie mit nur 23 Jahren. Dabei rechnet er mit seiner Vätergeneration und dem Absolutismus ab. Auch heutzutage gibt es noch Standesunterschiede, sichtbar in der Ab- und Ausgrenzung gesellschaftlicher Gruppen. Wem habe ich durch die Hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht? Eine Geschichte, die desto blutiger in mein Inwendiges schneidet, je sorgfältiger ich das Messer vor der Welt verberge? Sage mir, Ferdinand. Wem tat ich dies alles? Doch mir nicht, mein Vater. Auf mich soll der blutige Widerschein dieses Frevels nicht fallen. Beim Gott ist es besser, gar nicht geboren worden zu sein, als dieser Missetat zur Ausrede dient. Jugendliche stellen Fragen wie, was bin ich eigentlich wert? Eine große Rolle spielt die Musik. Zwischen Barock und Frühklassik. Prominentester Vertreter Karl Philipp Emanuel Bach. Regie Stefan Trotleff.
mit dem Ensemble des Brandenburger Jugendtheaters eine Produktion des Brandenburger Theaters mit der Unterstützung der Freunde des Brandenburger Theaters. Premiere ist am Freitag, dem 26. April um 19.30 Uhr auf der Studiobühne. Zahlreiche weitere Vorstellungen folgen. Tickets wie immer an der Theaterkasse oder unter 03381 511 111. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Brandenburg an der Havel gilt als eine der schönsten Städte im Land und vor allem die Altstadt zieht immer mehr Touristen an. Ein Lohn auch für die jahrelange Anstrengung der altstädtischen Sanierung. Schade nur, dass viele aufwendig sanierte Fassaden mit illegalen Schmierereien verunstaltet werden. Die Havelstadt leidet offenkundig unter dem Problem, das viele deutsche Städte haben. Die wenig konsequente Strafverfolgung zieht Sprayer regelrecht an und vielerorts herrscht geradezu ein internationaler Sprayer-Tourismus. Die havelstädtische FDP will nun die Notbremse ziehen. Für FDP-Spitzenkandidat Marc Puhlmann ist der Gang entlang der historischen Stadtmauer in diesen Tagen ein einziges Ärgernis. Großflächig ist das altehrwürdige Gemäuer beschmiert. Respekt vor diesem Bauwerk mit Geschichte, Fehlanzeige. Ein Beispiel mit Symbolcharakter. Vor den illegalen Sprayattacken ist in der Havelstadt längst kein Gebäude mehr sicher. Das ist in meinen Augen halt hier keine Kunst. Graffiti hat ja auch, kann ja auch Kunst sein in irgendeiner Form, aber das, was wir hier sehen, ist Sachbeschädigung. Ne? Und diese Sachbeschädigung muss seitens der Stadt, die ja auch Kapital dafür zur Verfügung stellt, halt schnell beseitigt werden. Und gerade dieses schnell, davon ist in der letzten Zeit gar nichts mehr zu sehen. Das Ergebnis dieser Tatenlosigkeit lässt sich mittlerweile längst überall in der Stadt ausgiebig besichtigen. Das Ausmaß aber fällt oft erst auf den zweiten Blick richtig auf. Viel zu sehr haben wir uns leider schon oft damit abgefunden. Puhlmann und die FDP haben deswegen die Bürger der Havelstadt dazu aufgerufen, genau hinzuschauen, Fotos von den Schmierereien zu machen und an die Freien Demokraten zu schicken. Das Ziel ist eine Art digitale Karte, die dann entsprechend Druck auf die Stadtoberen machen soll. Über 300 Einträge gibt es schon. Claudia Sprengel von den Linken hält von dieser Vorgehensweise wenig. Ich finde es natürlich auch nicht gut, dass Eigentum oder Denkmäler dergleichen besprüht werden. Das ist nicht schön, das sieht nicht schön aus. Aber ich finde, es liegt nicht an uns zu bewerten, ob das halt legitim ist, sondern man sollte eben mehr Flächen zur Verfügung stellen, damit junge Menschen eben nicht an solche Flächen sprühen, sondern eben auf legale Art und Weise sich ausprobieren können. Das würde dann auch eben diese kriminellen Akte unterbinden. Eine Sichtweise, die wiederum Marc Puhlmann nur sehr bedingt nachvollziehen kann. Vor allem für die Betroffenen sei das keine befriedigende Lösung, gibt der FDP-Spitzenkandidat zu bedenken. Wenn man sich natürlich mit den Eigentümern unterhält, der gerade seine Fassade neu gemacht hat, der gerade 10.000, 15.000 Euro ausgegeben hat dafür und der kommt morgens raus und sieht eine Schmiererei drauf, mit dem braucht man nicht darüber reden, wie man legale Flächen halt organisiert. Der sagt einfach, was ist hier los, da müsst ihr, die fordern harte Strafen und hohe Strafen und das ist auch das Feedback, was wir bekommen. Entsprechende Vorschläge gab es beim jüngsten politischen Abend der Brandenburger FDP. Mehr Streifen in den Abend- und Nachtstunden und ein Mitführverbot von Graffiti-Dosen, Schmierstiften und Einweghandschuhen lauteten da die häufigsten Forderungen. Wieder halten die Linken dagegen, Verbote bringen wenig, heißt es dort.
Es ändert ja nichts, wenn man quasi Strafen erhöht. Die Menschen werden nicht aufhören damit. Das ist wie mit Drogen. Es hat eben auch einen Kick, wenn es strafbar ist. Ne? Auch durch höhere Strafen wird dieser Kick bleiben, wie Sie ja selbst auch gesagt haben. Die Frage ist also, wie man dem auf andere Art und Weise entgegenwirken kann. Das ist halt eher, wenn man Leuten beibringt, einen verantwortungsvollen Umgang zu haben, indem man eben auch Orte schafft, wo dies ausgeübt werden kann. Diese Sichtweise steht allerdings in einem deutlichen Widerspruch zu den Erfahrungen anderer internationaler Metropolen wie etwa New York, die mit einer harten Strafverfolgung in der Vergangenheit derartige Probleme weitgehend in den Griff bekam. Die FDP zeigt sich dennoch kompromissbereit. Ich glaube, dass, dass es eine Möglichkeit sein kann, legale Flächen zu schaffen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Andererseits müssen es härtere Strafen auch sein, um diese Schmierfinken, die es halt auch gibt und die in der Szene auch nicht angesehen sind, halt auch ein Stück weit wegzubekommen. Wir haben ein großes Problem, wenn man sich mit den Bürgern unterhält, dass die Aufklärungsquote einfach viel zu gering ist. Und da muss viel, viel mehr angesetzt werden und da sollte auch Kapital investiert werden. Denn für viele besteht der Kick eben nur in dem Verbotenen. Findet die Havelstadt dagegen kein Mittel, könnte die Innenstadt bald noch sehr viel farbenfroher daherkommen, als es selbst den Stadtoberen lieb sein dürfte. Wir kommen zu den Wetteraussichten. Es bleibt bewölkt, wie es auch schon am Mittwoch war, und die Temperaturen verrät uns der SKB-3-Tagestrend. Auch hier sieht es sehr ähnlich aus. Am Tag erwarten uns am Donnerstag, am Freitag und am Samstag Höchstwerte von 7 Grad. Nachts kann es kalt werden, am Freitag sogar bis zu minus 2 Grad. Das war's dann auch schon aus der SKB-Redaktion für den Mittwoch. Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie's gut.